Leute, es ist lange her, doch jetzt ist es wieder an der Zeit für ein neues Opening. Denn es gibt einfach mal ein fettes XXL-Update, wo einfach mal über 5 neue Special Skins hinzugefügt wurden. Unter anderem auch viele neue epische und legendäre Skins. Und ich werde heute als allererster YouTuber versuchen, diese ganzen neuen Skins in einem einzigen Video freizuschalten. Das heißt, ich werde heute an diesem neuen Glücksrad drehen und jeden neuen Skin freischalten. Deshalb verpasst es nicht. Lasst gerne einen Daumen nach oben, Leute. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr neu seid. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. So, Leute, und damit willkommen zu einem neuen StumbleGuys-Video. Ich versuche den Anfang so kurz wie möglich zu halten, denn ich weiß, ihr wollt alle das Opening sehen. Aber ganz kurz für euch, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine neue Beta-Version, und zwar die 0.49 Plus Beta. Die ist also für uns Creator jetzt ab sofort zugänglich. Und tatsächlich haben wir hier auch einfach eine neue Rocket Rumble Map bekommen. Die nennt sich Skyrocket Royale. Das ist quasi auch so ein Modus, wo ihr mit so Raketen schießen müsst. Aber darum soll es ja heute im Video nicht gehen, aber ich dachte, ich erwähne es einfach kurz trotzdem, damit ihr auch wisst, dass es eine neue Map gibt. Aber der eigentliche Fokus soll ja, wie gesagt, auf dem neuen Glücksrad liegen. Denn ihr seht, wir haben im Shop 2 komplett neue Glücksräder bekommen. Und zwar einmal hier ein neues Glücksrad, wo sich die ganzen neuen Skins freischalten lassen. Und einmal hier ein neues Emote-Rad, wo man auch einige neue Emotes sich freischalten kann. Und wir werden heute versuchen, diese ganzen neuen Skins freizuschalten. Ich würde sagen, ich gebe euch auch erstmal ein kurzes Overview, welche Skins denn überhaupt neu sind. Denn glaubt mir, da gibt es einige neue Skins. Ich würde sagen, wir fangen da auch ganz basic bei den epischen Skins an. Und zwar seht ihr jetzt einfach mal, Leute. Wir haben hier jetzt nicht nur den Gummibär, sondern auch einfach den Cherrybär. Also das ist quasi der Gummibär-Skin. Einfach in Rot, sieht auch irgendwie ein bisschen brutal aus, finde ich. Also keine Ahnung. Macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Dann haben wir hier einmal den Resi-Bär. Das ist quasi auch ein Gummibärchen, nur in Blau. Und ich muss sagen, Leute, von allen Gummibärchen schmeckt Blau immer am besten. Ich sag's euch. Also wer von euch kennt auch die blauen Gummibärchen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Unnormal lecker auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal ein gelbes Gummibärchen. Also ihr seht, wir haben die komplette Gummibärchenbande hier auf jeden Fall jetzt in StumbleGuys. So, dann haben wir neben dem Candybär jetzt, wie gesagt, auch einfach mal den Gummibara. Also nicht der Capybara, sondern der Gummibara. Auch nochmal ein neues Gummibärchen. Dann haben wir hier einfach die Dark 4, oder wie, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist irgendwie so eine Dracula-Banane, Digga. Frag mich nicht, was StumbleGuys hier gemacht hat, Leute. Es sieht unnormal creepy aus. Dann haben wir hier einmal einen neuen Sundark Angel Skin. Irgendwie neuer Engel-Skin. Sieht irgendwie auch ganz cool aus. So, dann, ihr seht schon hier auf jeden Fall eine Menge neue legendäre Skins. Auch nochmal neuer Chatpack-Skin. Erinnert mich ein bisschen an diesen, wie hieß der? Ihr wisst schon, an den allerersten Chatpack-Skin. Das ist halt irgendwie auch so ein neuer Chatpack-Skin. Aber sieht ganz geil aus. Dann haben wir einmal den 3D-Guy. Irgendwie bekomme ich bei dem ein bisschen Kopfschmerzen, weil er sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Der irgendwie macht er so komische Effekte. Das ist irgendwie ganz komisch mit meinen Augen. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier einmal den Ninja-Copter, also ein neuer Ninja-Skin mit einem Helikopter wieder. Ihr alle kennt die Helikopter-Skins. Einer der besten Skins, wie ich finde. Dann haben wir jetzt einmal den Laser-Shark. Das ist einfach so ein Hai mit so einer Laserkanone oben drauf, Digga. Keine Ahnung, was ich StumbleGuys hier gedacht hat, aber der schießt auf jeden Fall so Laser. Stellt euch vor, damit könnt ihr einfach so andere Spiele abschießen. Das wäre einfach komplett OP, Leute. Ja, dann haben wir hier einmal noch einen neuen weiblichen Skin, der AC Pride. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, keine Ahnung. So, dann einmal hier der Non-Binary Pride. Ja, ist an sich auch nothing special. Also hat so ein paar Glitzerhaare. Ist an sich auch ganz okay. So, und ich glaube, das war's auch mit allen legendären Skins. Das heißt, wir schauen uns jetzt alle neuen Special Skins an, Leute. Seid ihr bereit? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Und wir schauen uns jetzt alle neuen Special Skins an. Und ihr seht schon, als allererstes haben wir einfach mal den Golden Robo Skin, Leute. Also, das ist einfach mal der Roboter Skin in einer kompletten vergoldeten Version, wie Captain Goldshirt quasi. Also, wie ich finde, ein unnormal krasser Special Skin, Leute. Den werden wir auf jeden Fall heute auch freischalten. Also, hoffe ich zumindest. Dann haben wir als nächstes den Shade 9 B-Skin. Digga, das ist irgendwie der größte Skin aller Zeiten. Also guckt euch bitte an, wie riesig dieser Skin ist, Bro. Was ist das, Alter? Dann haben wir als nächstes den Pixel Orbit. Das ist quasi wie der Orbit Skin. Nur irgendwie in so einer komischen Pixel-Variante, Leute. Keine Ahnung. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Galaxy Skin aus Fortnite. Also gefällt mir auf jeden Fall. So, dann haben wir als nächstes irgendwie einen ganz komischen Skin. Und zwar der Twister. Leute, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich hätte auch gerne eine Antwort dafür, aber ich habe keine. Wir lassen die Frage einfach mal offen. Keine Ahnung, was das für ein Skin ist. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber er sieht auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig aus. Also ich würde nicht sagen, dass er kacke aussieht, aber er ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber mal was ganz Neues, muss ich auch sagen. Also gefällt mir irgendwie trotzdem. Ja, und zum Abschluss als allerletzten Special Skin haben wir mal den Liquid Rainbow Skin. Der Skin hat irgendwie auch ganz komische Effekte. Also Leute, fragt mich auch nicht, was bei diesem Skin hier abgeht. Wie gesagt, ich wollte euch auch kurz nur zeigen, welche Skins neu sind. Und jetzt würde ich sagen, Leute, labern wir nicht lange. Denn Leute, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum spannendsten Part. Werden wir es schaffen, alle neuen Special Skins in diesem Video freizuschalten? Ich würde sagen, Leute, das Glücksrad ist auf. Drückt mir alle mal die Daumen. Da
dass ich es schaffen werde, alle neuen Skins freizuschalten. Ich würde sagen, wir machen 10 Spins in 3, 2, 1. Und wir drehen das allererste Mal am neuen Glücksrad. Und oh mein Gott, und wir ziehen. Ist das euer Ernst? Wir ziehen als allererstes einfach einen Emote, lol. Und ja, das ist der erste neue Special Skin. Oh mein Gott, let's go, Leute. Oh mein Gott. Was? Warte mal, hä? Wir haben gerade direkt 2 neue Special Skins bekommen, Bro. Was? Warte mal. Digga, ich hatte das noch nie, dass ich an einem neuen Glücksrad einfach... Ja, okay. Ja, aber jetzt wollt ihr mich auch verarschen. Jetzt gebt ihr mir die ganze Zeit Emotes, oder wie? Ey, aber komm, bitte nochmal Special. Ja! Pixel Orbit. Oh mein Gott, Leute. Haben wir auch eingetütet. Und kommen jetzt auch hier direkt. Der neue legendäre Laser Shark. Oh mein Gott, Leute. Wir schalten uns hier direkt alle neuen Skins frei. Digga, und auf jeden Fall was, der Metal Goblin Mac ist auch neu. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass es gar nicht so schwer ist, hier die neuen Skins freizuschalten, Bro. Warte mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 neue Emotes. Dann einfach mal 3 neue Special Skins und 2 neue legendäre Skins. Ihr seht, ich habe jetzt die ersten Skins freigeschalten hier, Leute. Und Bruder, was geht ab? Wie heftig sehen die aus, Bro? Einfach hier nochmal der Pixel Orbit, auch ein geisteskranker Skin. Hier, okay, schon 3 Special Skins, das ging ja übel schnell, Leute. Digga, das Glücksrad ist heftig, Leute. Ich würde sagen, wir machen direkt die nächsten 10 Spins. Dann haben wir insgesamt schon 20 Spins gemacht. Ich würde sagen, wir drehen in 3, 2, 1 und das neue Glücksrad wird erneut gedreht. Und bitte, Leute, drückt mir die Daumen. Ich will die neuen Gummy Bear Skins haben. Und warte mal. Wir kriegen auf jeden Fall den 3D-Guy. Der sorgt ja für die ein oder anderen Kopfschmerzen auf jeden Fall. So, ansonsten kriegen wir hier jetzt nochmal keinen Kuchen-Emote. Junge, ich will hier keine Emotes. Ich will Skins, Stummelgeist, bitte. Okay. Komm, jetzt aber. Stummelgeist Glücksrad, jetzt aber. Jetzt aber. Und ich krieg... Die wollen mich hier veräppeln. Ich will hier neue Skins bekommen und keine Okay, ich merk schon. Ja, Gummibara, let's go. Leute, da ist der Gummibärchen Gummibara Skin. Und wir kriegen aber jetzt hier direkt wieder ein Emote. Das war's komplett. Ey, aber Leute, ihr seht auf jeden Fall, es ist immer so Hälfte, Hälfte. Man bekommt zwar auch oft Emotes, aber ich würde trotzdem sagen, wenn man sich so 10 Spins kauft, kann man auf jeden Fall hier gut abräumen, was die Skins angeht. Aber ey, warte mal, Stummelgeist, übertreib jetzt nicht mit deinen Emotes. Hallo, ich will neue Skins, komm schon. Haben gerade mal 2 Skins bekommen. Also ich merke, es ist sehr unterschiedlich. Gerade haben wir 3 Special Skins bekommen. Jetzt ziehen wir auf einmal nur 2 Skins. Wir haben trotzdem den 3D-Guy und den Gummibara bekommen. Aber das reicht noch nicht. Das reicht hier noch nicht, Stummelgeist. Ich will alle neuen Skins haben. Das heißt, wir drehen erneut am Glücksrad. Okay, jetzt aber. Wir brauchen jetzt einen neuen Wir brauchen jetzt mal wieder einen neuen Special Skin. Oder einen neuen legendären Skin. Ist auch okay. Ace Bright. Oder AC Bright. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hauptsache neuer Skin. Neuer Skin. Stummelgeist, mach mich nicht sauer. Gib mir jetzt neue Skins. Ja, da ist der Sandark Angel Skin, Leute. Sehr, sehr wichtiger Hase. Komm bitte, jetzt direkt noch. Also langsam werde ich ein bisschen sauer hier, muss ich sagen. Komm, haben wir jetzt hier nochmal den... Ja, wir haben nochmal den Non-Binary Pride bekommen. Leute, jetzt alle ein Like da lassen. Ich spüre es. Ich spüre Special Skin. Ich spüre... Nein! Boah, wir haben ihn Cherry Beer. Auch geil. Wir haben ihn, Leute. Wir haben den Chummy Beer oder Cherry Beer. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, Leute. Aber wir haben auf jeden Fall 4 neue Skins freigeschalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, den Skin feiere ich von allen bisher am meisten. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht der einfach krass aus, Leute. Ich feiere ihn irgendwie. Keine Ahnung. Wir haben schon einige neue Skins freigeschalten. Aber da fehlen trotzdem noch alle Hand, Leute. Deshalb würde ich sagen, wir müssen jetzt eine Taktik machen. Leute, passt auf. Wenn ihr es jetzt... Wenn ihr es jetzt schafft, das Video mit eurer Nase zu liken, bekommen wir auf Ansage einen neuen Special Skin. Ich würde sagen, Leute, alle mit der Nase liken, dann kommt ein Special Skin. Na, okay. Ich habe ja nicht gesagt beim ersten Spin. Jetzt beim zweiten. Passt auf. Passt auf. Vertraut mir jetzt, Leute. Hey, entspannt euch. Entspannt euch jetzt, Leute. Passt auf. Ja, wir haben den Rossi Bier. Let's go. Special. Aber den habe ich doch schon, Bro. Hallo. Aber okay, ist ein Duplikat. Bedeutet 700 Stummel-Tokens. Die nehme ich mit auf jeden Fall, Leute. Also ich sag euch ehrlich, die Gummy Bear Skins sind unnormal krass. Aber wir brauchen... wir haben den Twister. Was? Digga, Twister sieht auch so verrückt aus, Leute. Aber ich habe doch gesagt, wenn ihr mit der Nase liked, bekommt ihr ein Special Skin.
Leute, wir haben ihn auf jeden Fall. Und wir kriegen hier nochmal den, den Skin haben wir schon. Aber ihr seht's, Leute, wir haben auf jeden Fall den Recipe, also den blauen Gummibärchen bekommen. Und unten den Twister, den muss ich mir jetzt mal anschauen. Also wenn ich jetzt einmal in die Skin-Auswahl nochmal kurz reingehe, Bruder, ganz kurz, Leute, was ist das für ein Skin, Bro? Stellt euch vor, wenn man damit gegen Spieler rennt, werden die einfach so hochgewirbelt, Digga. Stellt euch das mal vor, Bro. Digga, das müssen wir auf jeden Fall am Ende des Videos testen, Leute. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Leute. Wir testen das am Ende noch, ob dieser Skin irgendeine krasse Fähigkeit hat. Wenn ja, wäre das einfach viel zu heftig. Aber okay, ich würde sagen, zur Abwechslung, Leute, müssen wir jetzt auch einmal hier das neue Emote Reel drehen. Einfach mit mir ein paar neue Emotes bekommen. Ich würde sagen, komm, so 10 Spins. 10 Spins können wir machen, einfach damit wir die freigeschalten haben. Ich sage euch aber ehrlich, Leute, ich mache mir das ganz einfach. Ich drücke einmal Escape und skip die Spins einfach, weil ich sage euch ehrlich, ich bin viel zu faul, jetzt Emotes freizuschalten. Hauptsache, ich habe ein paar jetzt im Spin drin. Also, ihr seht es hier auf jeden Fall. Digga, was ist denn das jetzt für ein Emote, Digga? Hä? Der macht einfach einen Depp mit einem Totenkopf, Bro. Okay, weird. Lol. Dann einmal hier ein paar neue Fußabdrücke. Einfach so. Einfach. Was ist das denn, hä? Ja, okay, die sind aber ehrlich hässlich. Also, die muss ich sagen, feiere ich gar nicht. Aber okay, wir brauchen jetzt noch die ganzen neuen Special Skins. Das heißt, es wird erneut am Glücksrad gedreht. Wir brauchen, ich überlege gerade, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall diesen Rainbow Special Skin, ne? Diesen komischen Öl-Skin, der so ein bisschen wie Öl aussieht. Ihr wisst, glaube ich, wisst, welchen ich meine, Leute. Deshalb drückt jetzt alle die Daumen. Wir brauchen ihn. Warte mal. Oh, warte, die brauchen wir, glaube ich, auch noch. Jetpack Jones. Sorry, falls ich die gesagt habe. Ich glaube, das ist ein der, Leute. Aber egal. Wir brauchen noch diese Banane jetzt auf jeden Fall. Dann diesen 3D-mäßigen, was laber ich? Diesen komischen Rainbow-Skin. Warte mal. Die haben gerade Dark-Äpfel gezogen. Das war dieser neue Banana-Skin. Digga, es läuft richtig gut gerade, Leute. Ehrlich. Wir kriegen gerade richtig viele neue Skins. Komm schon. Jetzt nur noch der neue Rainbow-Skin. Bitte, Bro. Wir brauchen den neuen Rainbow-Skin. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Rainbow. Rainbow. Also langsam muss ich sagen, Stomach Guys, geh mir die Emotes ein bisschen auf den Keks, ja? Also ihr seht, wir haben jetzt insgesamt nur 2 neue Skins bekommen. Einmal Jetpack Jones und diesen komischen Banana-Dracula-Typen da. Und ich habe durch Duplikate auf jeden Fall 1500 Stomach-Tokens bekommen. Also da kann man sich an sich eigentlich auch nicht beschweren, ganz ehrlicherweise hier, ne? Aber ich sag euch ehrlich, das reicht noch nicht, Leute. Also uns fehlt immer noch ein Gummibier. Dann wir brauchen noch diesen Helikopter-Ninja. Und dann fehlt uns dieser Liquid Rainbow Skin, Leute. Komm, das müssen wir schaffen. Leute, kommt. Ihr müsst jetzt beliefen. Ihr müsst die Daumen drücken. 3, 2, 1. Kommt, Leute. Linker Daumen, sage ich. Perfekt. Rechter Daumen. Linker Daumen. Alle jetzt Daumen drücken. Seid ihr bereit? Let's go. Komm. Bitte, wir brauchen jetzt die letzten 9 Skins. Dann habe ich einfach alle 9 Skins, Leute. Bitte. Ja, okay, den brauche ich ja, den brauche ich aber nicht. Den habe ich schon. Komm schon, bitte, Leute. Drückt alle die Daumen. Drückt alle die Daumen. Ey, ey, ey. Hallo, ich will keine Emotes. Leute, ihr müsst die Daumen mehr drücken. Drückt mehr, fester. Ihr müsst fester drücken. Fester, komm schon. Special, special. Jetzt aber, ja. Wollt ihr mich verarschen, ne? Ihr sollt die Daumen drücken, Leute. Kommt schon. Ja, ja. Ja, haben wir den schon? Ja, ist auch ein Duplikat. Digga! Jetzt aber! Ey, ey, ey! Also langsam, Stumble Guys, werde ich ihn ein bisschen sauer, ja? Nochmal ein Duplikat, Digga. Wie viel. Warte mal. Wie viel welche Duplikate bekommen wir gerade eigentlich, Bro? Was? Okay, warte mal. Das war eine volle Duplikatrunde. Was ist denn das jetzt hier? Also, Leute, ich finde es schade, dass niemand von euch die Daumen gedrückt hat. Ihr habt nicht doll genug gedrückt, ich sag's euch. Ihr müsst jetzt alle an diesen Skin denken. Denkt alle an den Rainbow Skin und an den Ninja Copter und an Gummy Bear. Denkt alle an diesen Skin. Wenn wir dran denken, dann schaffen wir das auch. Wir müssen nur dran denken, Leute. Wir müssen nur dran denken. Wir müssen nur dran denken. Wir müssen nur dran denken. Komm schon! Stattdessen kriege ich irgend so einen pinken, komischen Skin da. Bitte. Ja, ja. Ja! Yeah! Ninja Copter, let's go! Wir haben ihn! Sehr wichtig. Let's go. Sehr nice. Und warte mal. Den haben wir auch noch nicht. Metal Viking ist auch neu. Ja, Leute. Denkt weiter. Ihr müsst weiterdenken. Denkt weiter. Denkt weiter. Ja, okay. Oh, Duplikat. Okay. Aber ihr macht das sehr gut. Ihr müsst weiter dran denken. Ihr sollt weiter dran denken. Denkt an den Skin, Leute. Dann ziehen wir ihn auch. Ihr müsst nur dran denken. Ihr müsst alle nur mit eurer Willenskraft dran denken. Ja, Willenskraft. Willenskraft. Ja, genau. Komm schon. Willenskraft. Willenskraft. Oh mein Gott, das war so knapp. Wir haben fast den Rainbow Skin bekommen, Bro. Ey, Stumble Guys, bitte komm schon. Egal, Leute, wir haben den Ninja Copter bekommen. Ihr seht's, da ist er einfach mal. Das heißt, uns fehlen nur noch dieser komische Rainbow und dieser eine gelbe Gummy Bear. Leute, wir machen jetzt die letzten 10 Spins. Drückt die Daumen. Leute,
Kommt schon, bitte. Ihr müsst alle beliefen jetzt. Kommt schon. Wir brauchen den gelben Gummy-Bier-Skin. Und wir brauchen, was brauchen wir noch? Den 3D-Skin, ne? Den Rainbow-Skin. Komm schon. Leute, bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ja. Nein, nein, wir brauchen den gelben. Den gelben, den gelben. Bro, nicht den blauen. Ey, bitte, Bro. Ey, das kann nicht sein. Kommt schon, Leute. Kommt schon, ja. Jetzt, jetzt. Yeah. Nochmal blau. Was soll das denn? Ey, komm schon, Bro. Wir machen jetzt die letzten 10 Spins. Die letzten 10 Spins. Die letzten heiligen 10 Spins. Wir klatschen da alle einmal, beruhigen uns. Wir schneiden uns an. Wir müssen uns anschneiden. Wir halten uns fest. Leute, jetzt auf Ansage. Ohne Wenn und Aber. Auf Ansage jetzt. Auf Ansage ziehen wir die letzten 2 Skins. Auf Ansage. Ich muss gar nicht mehr sagen, Leute. Es steht schon fest. Es steht schon fest. Es steht... ja, genau. Komm schon, Bro. Bitte, bitte jetzt. Die letzten 2 Spins. Digga, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Eins davor, ey! Leute, bitte. Was? Warum? Warum? Hä? Wieder eins davor. Hallo? Ey! Stumble Guys, bitte! Leute, das war's. Wir kriegen es nicht. Das war's. Stumble Guys gönnt nicht mehr. Aber trotzdem, warte mal. Uns fehlen, glaube ich, bis auf 2 Skins. Wir sehen, wir haben 4 neue Special Skins hier nochmal. Kurzer Overview. Pixel Orbit, Shaden Nine Beast, Leute. Dann hier einmal Ninja Copter, Leute. Ihr seht's. Dann hier den Gummy Barra. Dann hier die neuen epischen Skins. Aber bevor das Video endet, wir wollten noch ein was testen, Leute. Und zwar hat dieser Twister Special Skin ein besonderes Feature. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in-game und testen das Ganze ganz kurz aus, Leute. Leute, ich würde sagen, ich gehe kurz zurück. Wir können das Ganze auch eigentlich ganz kurz mal auf der neuen Map testen, damit ihr die auch nochmal gesehen habt. Das heißt, wir drücken einmal aufs Spiel und treffen uns gleich auf der neuen Karte. Bis gleich. So, Map-Auswahl läuft jetzt. Ich bin gespannt auf die neue Karte. Was ist das denn? Das ist halt wirklich, glaube ich, so eine Rocket Rumble-Karte, Leute, mit wo man so Münzen irgendwie einsammeln muss. Lol. Okay, aber egal. Ihr seht, ich habe auf jeden Fall diesen Skin am Start, Leute. Ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt aus in 3, 2, 1... Okay, jetzt, wir rennen irgendwo zu einem Spieler hin, Leute. Komm, wir testen es aus jetzt. Ey, drück die Daumen, bitte, das muss funktionieren. Bitte, hat er irgendeine Special-Fähigkeit? Wir testen es aus. Irgendeiner muss jetzt stehen bleiben, komm schon. Den König, jetzt. Jetzt, 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 komm her. Und? Hä? Hä, es passiert einfach gar nichts, glaube ich. Hä? Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem neuen Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.